Moin Leute, Timex hier. Es geht weiter mit GTA RP. Ich habe eine eigene Abteilung bei der Polizei und soll die Gangs infiltrieren. Ja, aber ich Leute, die mir für mich arbeiten. Manolo und ich machen das zusammen. Jafar und Anton sind auch in unserem Team. Ich versuche bei den Blatts reinzukommen. Die Blatts sind aber sehr skeptisch. Aber ich habe schon ein paar Dinger für die gedreht. Ich habe gesprayt, ich habe Geiseln genommen, ich habe Sachen für die organisiert. Ich habe das offizielle Go. Das wird ein richtig großes Ding. Du bist arbeitslos. Ja, ich muss arbeitslos sein, das muss da stehen, damit die Gangs nicht wissen, dass ich bei der Polizei bin. Ich hoffe nur ganz doll, dass keiner Metagaming betreibt. Weil anhand meiner Titel und meiner Videos könnten alle 7 Gangs, die es hier gibt, es schon unterbewusst wissen, dass sie mir nicht vertrauen können. Das würde ich blöd finden. Das würde ich blöd finden. Hallo? Ah ja, okay. Ah, Mahlzeit. Moin. Bei welcher Gang sind Sie? Ich bin aber wieso eigentlich? Also. Hättest du ja fast verraten, ne? Ja. Einfach so direkt raus. Nee, weil ich bin bei den Blatts. Ich bin neu bei den Blatts. Same. Aber du auch? Ja, also ich bin nicht wirklich angestellt bei denen, ich bin ein Arbeiter für die. Ich mache auch ein paar Aufträge für die. Ich bin quasi als Selbstständiger bei den Blatts tätig. Ich mache immer mal wieder ein paar Sachen. Achso. Ja, nice. Ja, gut, dann sieht man sich ja später in der Zentrale, ne? Hoffentlich. Mhm. Gut, dann gut. Frohes Schaffen und bis später. Ja, bis später. Ciao, ciao. Tschö. Moin. Hallo. Ich sehe, Sie haben rotes Licht unter Ihrer Karre. Genau. Zu welcher Gang gehören Sie? Ah. Kennst du mich jetzt? Na klar. Geil, ey, hier ist ja alles voll mit den Kollegen. Super. Ja. Die ganze Stadt ist ja voll mit dem. Ich hab 5 Leute getroffen, es war alles Platz. Ja, wir sind schon eine große Gang. Geil, Mann. Kann man sich da ein Auto holen? Hier kannst du dir ein Auto auspacken, ja. Aber es kommt drauf an, wo du deine Autos geparkt hast, ne? Ach so, echt? Ja, du kannst auf deinem Handy kannst du gucken, wo deine Autos geparkt sind unter Garage. Okay, das heißt, hier wird es jetzt einfach mal dann nicht drin sein. Kannst du auf dein Handy gehen? Ja, okay, ich gehe auf mein Handy. Und dann unter Garage. Und dann sollten da deine ganzen Autos stehen. Und wenn du drauf gehst, dann sollten da deine Garage stehen, wo der ist. Ah ja. Wie viele Autos hast du? Ich habe... Muss erst mal nachgucken, der weiß man ja nicht, ne? 10 Autos. Ah, 10 Autos normal. Ich hab auch schon 14 Autos. Das ist nice. Stabil. Stabil, ja, dann viel Spaß mit deinen 10 Autos, ne? Viel Spaß mit den 14 Autos. Ja, danke mal. Tschüss. Ja, ich hab nur eins. Aber muss auch mal ein bisschen. Ne? Fake it till you make it. Den hast du beeindruckt. Ja, ich beeindruckt. Ey, blauer, ey. Blauer, ey. Ey. Ey, blauer. Mahlzeit. Hallo. Guten Abend. Guten Abend, Mann. Ey, könnt ihr mich mitnehmen? Oh, ich fahre den mitnehmen. Mich? Auf jeden Fall. Okay, ja, gut. Steig ein. Seh, wohin? Schwierig, jetzt. Keine Ahnung. Fahr mich irgendwo hin. Ja, irgendwo hin ist ein guter Ort, da. Nein. Fahr mich zum Würfelpark, bitte. Würfelpark. Ja, ich würde auch einmal in den Würfelpark nehmen. Ja, sehr nice. Mann, so mit dem Carsharing. Jawohl, hier. Danke. Einmal Würfelpark. Kein Problem, Amigos. Macht 500.000 dann bitte. Okay. Oh, yeah, see. Seid ihr auch in der Gang? Das sieht man doch. See. In welcher Gang seid ihr? 18th Street. See. Ich hab gehört, euer OG hat sich selbst bloodloaded. Nein. Achso. Also unser alter OG hatte ein paar Probleme im Kopf. Ich hab gehört, ihr seid momentan ohne Anführer. Welcher Anführer? Ja, wir haben Anführer. Okay, wir haben. Okay, okay, super. Danke fürs Fahren, ne? Danke, kein Problem, Amigos. Die haben einfach 2 andere Gangmitglieder umsonst hierher gefahren, wie chillig. Ich glaube sogar die 18th Street, also von denen, ich glaube sogar gegen Blutz. Hallo? Ah, echt? Okay, hallo? Ja. Moin. Hi. Moin. Nach dem? Bei welcher Gang seid ihr zwei? Wir zwei? Ich bin in Kana Gang. Okay.
Ich bin noch nicht in einer offiziellen. In welcher Gang bist du denn? Wir sind gerade dabei. Das ist geheim. Okay. Also, wir sind erstmal eine kleine Gruppierung gerade. Lass mich ran. Mhm. Growth. Ja. Richtig. Ah ja. Oh, ja. Ja, ich aber nicht. Ich bin in der Krankenhausgang. Ich bin dann die Täter. Ah ja. Du bist okay. In der Krankenhausgang? Yep. Okay. Kriegt man im Krankenhaus irgendeine Bescheinigung, dass man wirklich Medic ist? Offiziell ja, aber viel geiler ist, dass man die ganzen verschreibungspflichtigen Medikamente bekommt. Oh, hast du da was für mich übrig? Ich könnte was organisieren, was wollt ihr denn? Alter, was gibt's? Ja, so ein bisschen LSD für die ganzen Junkies auf der Straße. Ja, weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt im Krankenhaus. Doch, ich habe wahrscheinlich noch Krankenhaus geraucht, doch, da gibt's was. Oh. Okay, dann gucke ich mal, was sich da organisieren lässt. Jo, okay, danke. Okay, perfekt. Ruf mich dann einfach an. Ja, ja. Hallo? Hallo? Oh, Entschuldigung. Er ist gerade eingestiegen. Keine Ahnung, hallo? Moin. Wer bist du? Max Sancho. Ah ja. Warum bist du bei uns im Auto? Ich hab grad keins. Perfekt. So lange wollte ich bei euch mitfahren. Also okay. Desi. Ja, okay. Wo geht's denn gerade hin? Das ist eine gute Frage. Wir wollten eigentlich ein paar Leute ja. Fragen, was sie so in ihren Taschen dabei haben. Ah, sehr gut. Und seid ihr bei einer Gang schon? Ja, ja. Bei welcher? 18th Street. Wer ist das? Sind das die Türkisen? Ja, richtig. Ah, ja, nice. Genau. Sauber. Und ist cool da oder wie läuft's? Ja. Ja, läuft. Ich hab gehört, ihr habt momentan niemand an der Spitze. Kein Anführer. Oder hat sich das mittlerweile geklärt? Doch, das hat sich geklärt. Okay, gut. Seid ihr mit irgendeiner anderen Gang so ein bisschen im Clinch? Ja. Mit wem? Giovanni, mit den Hustlern, oder? Ja, hin und wieder mal. Also, ich glaube, mittlerweile geht's wieder, ja. Aber... Das sind die Orangen, richtig? Ja, genau. Gut. Wo bist du, Millennio? Ich bin bei den Sunnies. Also du bist Sanitäter? Ja. Okay. Ja, ich dachte wegen dem blauen Mantel. Ach ja, ich hatte nur einen blauen Mantel im Laden. Als ob jetzt jedes Mal, wenn ich mir irgendeine Farbe anziehe oder irgendeine Jacke, dann bin ich doch nicht direkt in der Gang. Nein, aber das genau den haben auch die Millennials an. Echt? Ja, alles gut. Mist, okay, gut. Dann muss ich die vielleicht mal wechseln. Nee, brauchst du nicht, solange die nicht sagen, ist ja alles gut. Alles gut. Wenn er dir ja gefällt. Wollen wir einfach mal jemanden überfallen? Wenn du willst. Können wir auch machen, ja. Habt ihr Waffen dabei? Ja, oder? Ja. Hast du eine Waffe? Nee, gar nichts. Ich hab nicht mal Essen und Trinken dabei. Es wäre nice, wenn wir dann auch ein bisschen noch was essen später. Ja klar, können wir machen. Gut. Gut. Ist das hier das Viertel, wo man auf jeden Fall... Sind hier viele Leute, die man überfallen kann? Nee, ich wollte gerade wieder in die Stadt fahren. Ah, sehr gut. Ich schieße immer auf Leute beim Würfelpark. Nicht gut. Dann rufen die einen Sunny und dann bin ich direkt vor Ort verarztet und stelle eine richtig dicke Rechnung. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ich würde es nicht machen. Naja, es klappt echt gut. Also ich verdiene wahnsinnig viel nebenbei.
Warst du nicht früher mal bei der Polizei? Ich glaube, ich habe dich mal im Revier hier im PD gesehen. Ja, ja. Rausgeflogen wegen Korruption. Pff, keine Ahnung, Mann. Ja. Ich habe halt Gangs überfallen, deren Waffen abgezogen. Und die dann wieder an andere Gangs weiterverkauft. Ich glaube, ich habe auch mal Waffen an euch verkauft. Oder an Kollegen von euch. Ja, also ich würde ganz gerne Bankraub gleich machen, wenn ihr das wollt. Bankraub? Ja. Ich habe gerade durchgefunkt. Oha. Ey, Giovanni? Ja? Ich müsste mal so für 15 Minuten in den Kopf. Soll ich dir 2 Schüsse für das Auto geben? Dann kannst du mit dem Herrn hier... Wir haben, wisst ihr, wo das... wo die Zentrale der Platz ist? Die Zentrale, ja. Ich habe noch eine Rechnung mit denen offen. Könnte ich da hingefahren werden? Schlechte Idee, sag ich so, wie es ist. Schlechte Echt? Idee. Sehr, sehr, sehr schlechte Idee. Ja, das ist keine gute Idee. Giovanni, ich gebe dir einfach jetzt keinen Schlüssel. Pass einfach auf das Wer Auto. Wer ist hier im Auto? Wer ist das hinter dem Auto? Wer bist hey, du nochmal? Ich bin Max Sancho. Ah, das ja, haben cool. wir gerade so mitgenommen, ha? Huren? Ja, ich habe kein Auto, Huren, ich bin Sie? Jetzt hier erstmal mitgefahren. Sie? War mal was mit Giovanni mit, die wollen Leute abziehen. Sie, mit dem Mann hier hinten Leute abziehen? Ey, sammelt ja. mich dann gleich einfach wieder ein, ja? Ja. Ja, Sie. Okay. Bist du denn bewaffnet? Ich habe keine Waffen, ne. Ich bin Sunny, ich habe einen Verband. Ja, das hilft auch. Ja, einfach um die Hände wickeln, dann können die nichts mehr machen. Richtig. Sie, dann haben wir einen wichtigen Mann im Auto, ha? Ja. Ja. Ein Sanitäter, ist schon wichtig. Aber ich sag so, wir suchen seit vier Leute, ich kann nicht reden, seit 4 Stunden schon Leute zum Abziehen, aber irgendwie schläft die ganze Stadt. Das stimmt, Echt? Ja. Ist keiner zum Abziehen da? Nein. Fahr mal zum Autohaus, vielleicht ist da also jemand. Nur von den anderen ganzen Gangs, aber... Oh ja, wie heißt das eine Autohaus, wo die meisten Leute ihre Autos holen? Ich weiß, ich finde das leider nicht. Ist ganz unten, meinst du? Ich kann nicht mal dahin bringen, wir können mal dahin fahren. Ja, fahren wir mal ein paar Autohäuser ab. Und vielleicht können wir ja noch jemanden abziehen. Guck mal, sei ja zum Beispiel jemand im Auto, hallo? Nee, da ist keiner drin. Okay. Was eine Scheiße. Warte, wie war nochmal dein Name? Max Sancho. Du warst Polizist, ja? Mhm. Warum nichts mehr? Ausgeflogen wegen Korruption. Naja, ich hab Gangs Waffen abgezogen und hab sie dann weiterverkauft. Ich hab teilweise eure Gang die Dinger weiterverkauft. Aber nicht abgezogen. Irgendjemand hat geredet und dann bin ich rausgeflogen. Sie. Für euch quasi, ne? Also eigentlich seid ihr mir noch was schuldig. Das waren 3 Karabiner, die ich euch besorgt habe. Ja? Ah, okay. Weiß ja nichts von. Wusste ich gar nicht. Weiß nicht. Ja, es war nicht mit euch direkt, sondern... Nee, okay, das Autohaus ist es nicht. Welches Autohaus meinst du dann, amigo? Achso, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz in meine Mobiltelefon-Applikation rein und checke mal ganz kurz hier über die Garage. See. Ich kann nicht... Ah, hier, 24-7 Parkplatz in Pillbox. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Pillbox? Pillbox, da chill ich immer. Weißt du, wo das ist? Nee, ich dachte, ihr wisst das. No, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das hier steht Pillbox Hill auf dem Radar, auf dem Navi. Ja, okay, fahren wir mal hin. Wie viel hat das Auto hier gekostet? Das weiß ich nicht. Auf keinen Fall kaputt machen, ne? Nicht so rutschen in die Kurven. Ja. Wem hast du denn Waffen verkauft von uns, amigo? Das war das war passiv über meinen Cousin Frank. Ich hab die Waffe immer besorgt, ihn weitergegeben und er hat dann Käufer gesucht. Und die Karabiner ging an. Wie seid ihr? Die 18th Street. Ja, 18. 18 Straße quasi. Genau, bloß auf Englisch. Ja. Und genau die ging dann an euch. Ja. Er ist irgendwie rausgekommen, ja. Den Frank, den kenne ich, ja, der war mal bei uns. Also halt. Der war da an der Straße. Ja, okay. Zum Besuch, ja. Frank der Glatzkopf? Ja, genau, der sieht aus wie Hitman. Ja, sieh. Der hat mir BMX-Tricks gezeigt, glaube ich. Ja, der kann Häuserbänder hochfahren. Ganze Hochhäuser fährt er hoch. Ja, entspannt. Ah. Oh Gott. Darf ich das welchen Kollegen sagen, ne? Ja. Zahle ich dem, kein Problem. Oh, gut.
Und jetzt, wo du bei der Polizei raus bist, was ist jetzt dein Plan, ha? Momentan bin ich als Sunny unterwegs. Und, ich hab mal so eine Masche, ich... Oh Gott! Ach du Scheiße. Das Auto reparieren wir jetzt direkt und dann fährst du mal. Ich schieße auf Leute und verarzte sie dann und stelle das ihnen wahnsinnig teuer in Rechnung. Ja, sieh, das klingt sehr gut. Und wie viel stellst du da so in Rechnung? Das ist schon teuer, wenn sie da diese Heilungssalbe kriegen. Fahr du mal eben hier. Ich? Ja. Willst du schauen, ob hier dein Auto steht? Hier steht mein Auto nicht. Okay. Was ist Sitzwechsel, nicht schlecht. Ja, ich bin gerade nicht so gut im Fahren. Okay. Aber ich habe keine, wo Pillbox sein kann. Okay, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, das muss ich doch irgendwie erkennen. Also hier steht Pillbox, wenn man schaut. Hast du das Auto denn bei jemandem gekauft, oder? Wie sah das aus? Das ist... wie kriege ich das? Ich guck mal einfach auf die Karte. Das ist doch hier immer direkt, das ist doch... Wo ist das? Das ist relativ zentral. Man ist immer schnell überall. Es ist auch nicht so weit weg vom Würfelpark. Was gibt's denn noch für Parkplätze? Das ist der Parkplatz, wo immer alle sind. Der ist immer richtig voll, der Parkplatz. Also nicht der direkt am Würfelpark? Wobei, hier steht auch, mein Auto ist unterwegs. Was heißt das? Wie kriege ich das hier wieder her? Wo ist das? Du kannst das reparken. Kann ich das hierher reparken? Nein, nur zu der Garage, wo das als letztes war. Okay, dann müssen wir... Schau mal vielleicht, ob das hier ist. Repark das mal und schau, ob das vielleicht wirklich hier ist. Nee, hier war ich noch nie in meinem Leben. Das kann doch gar nicht hier sein, wenn ich noch nie in meinem Leben war, oder? Ja, dann wahrscheinlich nicht, ne? Oh, jetzt probier ich's. Okay, hier klappt schon mal gar nichts. Darfst du nichts auspacken? Nee. Suchen wir jetzt Pillbox, ja? Warte, wer ist das Pillbox Hill? Da steht auch... nein, das ist was anderes. Mist, das muss ich mir echt mal merken, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so essentiell ist. Ja, schon. Da steht auch Pillbox Hill. Ich glaube, wir fahren vielleicht mal dahin. Fett, schreib mal ganz kurz die Dinger. Ich weiß, dass der hat das Auto hier ein Zip? Das weiß ich nicht. Hoffe ich nicht. Habt ihr das geklaut oder was? Nee, das gehört Kay. Das fühlt sich aber sehr an, als hätte das ein Zip. 7196. 7196? 7196. Mal schauen, ob ich das finde. Ich hab's. Ja. Dann schauen wir mal da. Ich find's gar nicht irgendwie. Na, du hast gerade umdrehen. Ah, da, jetzt ist markiert, ja? Yes. Was macht der vor uns? Fährt der irgendwie auf vier Spuren oder hat er was? Der hat was getrunken. Das ist ein Rennen hier. Ja, der hat keine Chance gegen mich. Der ist viel langsamer als wir, die fahren wir davon. Und wie lahm der fährt. Ich glaube, der weiß jetzt, mit wem er sich hier anlegt, ja? Ja, der ist weg. Oh. Sie ist ja ganz im Kopf spinnt. Ja, hier musst du auch aufpassen wegen den Blitzern, ne? Ich scheiß auf die Blitzer, mache nachher Staatsbank. Smart. Oh, diese Kopfschmerzen ist... Uiuiuiui. Ganz, ganz schlimm. Ja, perfekt. Check. Stark. Stark. Ey, vielen Dank. Meinst du, das ist hier, Amigo? Hier ist es, das ist es. Das ist der geile Parkplatz. Hier würde ich euch empfehlen, immer eure Autos zu parken. Okay. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Wir sehen uns. Jo, dann hau rein. Viel Glück beim Bankraub. Ja, sie. Dankeschön. Tschö. Habe ich da gerade eben Bankraub gehört? Richtig. Das schreien sie hier so raus, oder? Ist ja nicht mein Bankraub. Ja, trotzdem, das schreit man doch nicht raus hier, dass jeder hört. Die ganze Welt hat's gehört hier. Bei welcher Dortmund. Gang seid ihr denn? Bei gar keiner. Ja, dann ist ja eh egal. Warum?
Naja, wenn ihr bei keiner Gang seid und ihr seid nicht bei der Polizei? Okay. Ich fahr dann mal, ne? Ja, ja, viel Spaß. Gute. Das Auto habe ich mit Blutgeld gekauft, als korrupter Cop. Ah, bist du noch ein Cop, oder? Nee, ich war einer, ich bin rausgeflogen, aber die Karre habe ich immer noch. Ja, dann viel Spaß. Dann Dankeschön, gleichfalls. Ciao. Man sieht sich. Hallo? So, jetzt fahre ich zu dem Platz. Wo waren die denn nochmal? Mann, ich muss mir das mal merken jetzt. Kann man hier nicht irgendwie Favoriten oder sowas? Hoffe, ich fahre zur Polizei, das ist smart. Dass das offiziell wird. Haben die schon geschrien? Oh, wir kommen jetzt hier wieder. Hey Kollege! Jetzt bleib mal stehen, Kollege. Bleib mal stehen. Oh, hey! Komm mal rechts ran. Oh, nice. Ey Junge, was rammst du uns? Dürfte ich wissen, was das soll? Max, bist du? Natürlich bin ich's. Alter, okay. Was denkt ihr denn? Aufpassen, Mann. Du rammst ich hab nur eure Karre gesehen und dachte, da fahr ich mal ganz dicht dran. Alter. Was soll denn so das? So als Gruß, so als Hallo sagen mäßig so. Das sah ziemlich aggressiv aus, deswegen. Kennst du mich noch? Ja klar. Wer bin ich denn? Ja, den Namen weiß ich nicht, aber wir haben das zusammen gemacht und die Stimme erkenne ich doch wieder. Ich bin die rechte Hand von Toni Cannavaro. Ja, guck. Ja. Ja, aber. Herr Larry. Ja, dann klar, was macht ihr? Euer Auto ist ganz schön verdellt. Ja, habe ich ihm auch schon gesagt. Bei mir ist es komplett. Bei mir ist es kleinerer Urus geworden, so ein Mini-Urus. Oh, ja, stimmt, richtig. Ganz schön zusammengefercht. Ja, was macht ihr gerade? Seid ihr gerade auch unterwegs? Ich fahre einfach noch ein bisschen rum. Nee, abziehen gerade. Nee, ich auch nicht. Ich fahre auch nur ein bisschen Spritztour einfach. Ja, wir hatten gerade eine kleine Schießerei. Ja. Die von der Justiz waren wieder mal sehr inkompetent unterwegs. Deswegen. Genau, und dann einfach direkt. Ja, dann sind alle angerückt. Da kannst du nichts machen. Ja. Richtig. Okay, ich bin gerade unterwegs. Man sieht sich, ja? Man sieht sich. Ciao. Ich muss zum PD und zu den Platz. Oh. Ja. Zucht drauf. Und wie schnell der fährt, ist doch geil. Anhalten. Was ist denn jetzt? Ach so. Oh, super. Mahlzeit. Wow. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Bitte schön. Wer ist gerade Abteilungsleiter? Wer ist hier gerade der oberste Chef? Der oberste Chef. Ich einmal kurz schauen. Einen Moment. Worum geht's denn? Das darf ich leider nur mit dem obersten Chef besprechen. Mhm. Mit Markus Adams. Mhm. Ich bin von Herrn Toast geschickt. Super. Mhm. Und die Information darf leider kein anderer bekommen. Super. Ich sag mal so, geheime interne Ermittlungen. Ah, super. Okay. Dann muss ich Ihnen jetzt leider ganz ungeheim sagen, dass gerade keiner der Präsidenten oder Vizepräsidenten da sind. Okay. Also die Vizepräsidenten kommen immer erst so um 21.30 Uhr, sind aber meistens so um 21.40 Uhr alle schon wieder weg, richtig? Ja. Nee, die waren sogar vorhin da. Ja, die waren gerade da, die kommen vielleicht auch nach der Sonnenwende wieder. Ne? Oh, wann ist denn die Sonnenwende? Ich glaube, gehört in den 18.15 Uhr. 9 Minuten. Schlafen gehen. Rechtzeitig. Oh, okay. Also legen sich da vorne nochmal in den Busch, machen so einen ruhigen
und dann am besten nochmal in einer halben Stunde oder so probieren. Sehr gut. Wie sind Ihre Namen? Ratschke und Watte. Okay. Ich kenne euch gar nicht von früher. Nee, wir waren sogar schon zusammen auf Streife. Erinnere ich mich doch, ist doch klar. Ja, klar, natürlich. Super. Sehr gut. Wunderbar. Dann frohes Schaffen. Ja, ade, ne? Bis gleich. Ciao, ciao. Ein wunderschönen Hallo. Guten Tag. Ich wollte mal nachfragen, wegen der Police-Theorie. Wann funktioniert das endlich? Weil ich warte schon lange drauf. Ja, super. Da müssen Sie später nochmal. Hallo, hörst du mich? Ja, schon. Ich bin schon bei allem drin. Ja, da müssen sie halt tatsächlich warten, bis sie da ein Modul bekommen. Lass mich mal rein. Deswegen frage ich ja. Ich glaube lieber nicht. Oh, der zukünftige Bundeskanzler. Wie geht's Ihnen, Herr Berner? Guten Tag. Das letzte Mal mit der Waffe gespielt hat. Vielen lieben Dank. Das ehrt mich sehr. Das mache ich erst, wenn Sie Bundeskanzler sind. Hey, hörst du mich? Der Nächste. Ja, ich höre dich. Schönen guten Tag. Super, hallo. Warum stehen Sie jetzt so dritt? Wir wollen einfach guten Service-Erfahrung für Sie bieten. Ja. Und fragen, wie viel Waffenschein kostet. Waffenschein eine Mille. Den Rest besprechen wir drin. Lass mich erstmal rein. Okay. Der nächste. Jupp. Wie viel? Ja. Bekommst du auch von nächster Woche nicht mehr. Ich habe gestern schon gefragt. Ja, einen schönen Tag noch. Jo. Hallo? Nächste. Ich glaube, ich kann Sie nicht hören durch die Tür. Ich wollte gerne den Pike abholen, falls er schon abgesessen hat. Können Sie die Tür aufmachen? Ja, schauen Sie mal im D-Funk. Ich kann Sie nicht so gut hören durch die Tür. Kommen Sie vor. Ich gehe mal eben nach unten. Ja, machen Sie mal, danke. Ich warte hier so lang. Jo. Übrigens, ist jemand da? Ja. Nein, ich rede nicht mit dir. Okay. Hallo? Ja. Ich rede nicht mit dir. Okay. Hallo? Können Sie mich hören, derjenige, der da sitzt? Ach, Sie sind's. Fantastisch. Guten Tag. Was gibt's denn? Sie haben doch bestimmt die Schlüssel für die Tür hier, oder? Ja, die habe ich. Okay. Es kommt nämlich gleich eine Sonnenwende und ich müsste wahnsinnig dringend irgendwie ein Dach über den Kopf haben, wenn es soweit ist. Ein Dach über den Kopf? Mhm. Haben Sie doch aktuell. Gucken Sie mal nach oben. Ja, aber wenn es ein bisschen windet, dann kann hier auch mal... Ne? Für heute ist, glaube ich, gar kein Sturm angesagt. Ich meine, der soll in 5 Minuten stattfinden. So ein richtiger Orkan oder was? Mit allen drum und dran und Sonnenwende und Sterne... Kometenhagel, alles, also deswegen würde ich einfach auch rein. Das wollen. Ist so Erduntergang, einfach so. Ja, genau, das Erduntergang. Ja, alles klar, dann gehe ich mal zu meiner Familie lieber, ne? Ganz schnell. Richtig. Dann lassen Sie den Schlüssel einfach stecken und wir können uns auch drin unterhalten. Was könnte ich jetzt so kleines, illegales machen, dass ich reinkommen müsste, um verhört zu werden? Ein kleines, illegales? Ja, sowas, dass ich auch dann auch wieder rauskomme. Nicht, dass ich jetzt direkt 3 Jahre Haft kriege. Das ist eine gute Frage. Da müssten Sie schon was Schlimmes machen. Aber was Schlimmes will ich Ihnen natürlich jetzt nicht sagen, ne? Ich will ja nicht, dass Sie ein Straftäter jetzt werden. Das ist richtig. Ich kontrolliere mal ganz kurz die Scheiben der Autos da hinten. Sancho. Ja. Die haben gerade die Autos kaputt gemacht. Ja, habe ich. Kollege, gehen Sie mal kurz beiseite. Sie wissen, dass das Sachbeschädigung ist. Richtig.
Und Sie wissen, dass Sachbeschädigung eine Straftat ist? Korrekt. Warum haben Sie das denn gemacht? Ja, jetzt müssen Sie mich wohl reinlassen. Nee, ich gebe Ihnen jetzt ein Bußgeld von 1000 Euro. Ja? Damit sind Sie auch schon wieder entlassen. Das ist keine haftbare Zeit. Da kriegen Sie nur ein Bußgeld. Nicht schlecht. Hut ab. Okay. 1-0 für Sie. Danke. Das hat gar nicht funktioniert. Ich wurde outplayed einfach. Scheiße. Sancho, was hörst du? Hey, was geht? Ich bin gerade aufgewacht. Wie geht's dir? Ja, kannst direkt wieder schlafen gehen. In 2 Minuten ist Sonnenwende. Sonnenwende? Ja. Wo steckst du? Ich bin vor dem PD. Ah, stimmt. Das war da, wie wir letztens aufgehört haben mit dem Gespräch. Nee. Also ja, genau. Komm hierher oder soll ich dich irgendwo abholen? Ich bin mit dem Auto hier. Ich bin am Wurfelpark. Dann hol ich dich ab, bis gleich. Bis gleich, warte. Willst du? Hallo? Hallo? Ja? Ist das dein Motorrad? Mein Motorrad? Ja, das ist mein Motorrad. Okay. Willst du dich mal draufsetzen oder was? Nö. Hinten drauf kannst du. Nö. Wenn dann nicht. Okay. Ach, come on. Ich bin noch auf dem Parkplatz geblitzt worden. Das gibt's doch nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Wo ist denn? Ich sehe den Blitzer auch nie. Da! Hier ist der Würfelpark, wir sind mal schnell. Moin! Warte, wenn ich diese Musik höre, dann weiß ich, dann kommst du um die Ecke. Ja, richtig. Das ist eine sehr gute Hupe. Es ist gleich Sonnenwende, da bin ich ja genau richtig wach geworden, Mann. Warte, lebt er noch? Wir müssen einen Medic rufen, Mann. Ah, Alter, er lebt noch. Oh. Ich weiß nicht, ob er ganz lebt noch. Warte, lebst du noch? Oh ja, er lebt noch. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand fragt, hast du ihn überfahren. Oh. Was war denn da passiert? Was soll denn das? Warum weicht ihr nach rechts aus? Was heißt ausweichen? Ich hatte Angst, dass du mir hinten reinfährst. Nee, ich hab die auf der rechten Fahrbahn überholt. Ja, das darf man nicht. Ich hole schon mal das dein Motorrad. Darf man nicht. Das ist Motorrad. Oh, was ist jetzt? Ey, lass ihn! Lass ihn mal, bitte. Ja, nee, was steigt einfach auf mein Moped? Überschlägst du mich, bist du tot, sag ich dir jetzt. Ich wollte dir das bringen, Watto. Ja, was fahrt ihr mich an, hä? Warum bist du so schlecht gelaunt, Watto? Du hörst dich an wie einer, der schwerer bewaffnet ist, richtig? Weil jetzt Sonnenwende ist und mein Motorrad kaputt ist. Ja, das ist richtig. Das ist ärgerlich, Watto. So, ja, wollen wir ein Spiel spielen, wer ist schwerer bewaffnet? Ja, das ist ein doofes Spiel. Ja, warum? Ja, weil ihr zu zweit seid und ich alleine. Ja, das hast richtig. Du sehr gut erkannt, Watto. Ach, echt? So. Danke euch, Jungs, für das Motorrad kaputt machen, Junge. Die nächste Rechnung geht auf mich in der Bar. Minus 3000. Minus 3000? Mhm. Oh, das ist schlecht. Das ist doch gar nichts. Willst du mich verarschen? Du hast mich gerade angefahren, ich bin fast tot. Mein Motorrad ist kaputt, das ist Sonnenwende. Du stehst ja schon wieder mitten auf der Fahrbahn. Richtig, hier macht jemand Stress. Der will uns erschießen. Der will uns einfach erschießen. Wer? Was ist mit euch? Ihr habt euch gerade angefahren. Ja, wer komm mal mit auf die Seite. Warte, der hat mir eine reingehauen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja. Ja, besser ist es. Komm mal uns. Oh, was ist jetzt? Pass auf, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Einfach schlagen, ja. Hast du eine Waffe?
Dann werde ich so. Nein, nein. Warte, was ist das für ein Typ? Kennst du den? Der, nö. Der Typ, der macht mich so sauer gerade. Der fährt mich an und will hier irgendwas von mir. Der macht so einfach. Mein Motorrad ist kaputt. Das war ein kleiner Verkehrsunfall. Wir haben einen kleinen Unfall gebaut und der haut mir einfach eine rein, Mann. Der hat den ernsthaft. Das war so ein kleiner Lackschaden. Der will mich erschießen. Hätte der eine Büste vom Kopf gehauen? Sag mal, wie redest du mit dem? Ich bin so sauer. Wie redest du mit dem? Meine Mütze ist jetzt nicht mehr da. Deine Mütze? Ja. Oh nein, deine Mütze. Du hast gleich ein ganz Mütze anderes Problem als deine Mütze. Verdammt. So. Mütze, meine Mütze ist auch nicht mehr da, was du. Weg. Oh mein Gott. Oh. Okay. Ja. Wer bringt ihn um als Vertrauensbeweis? Kollege, du hast mich doch gerade im PD noch angequatscht, ob das mein Motorrad ist. Und jetzt fährst du mich an? Muss das sein? Kennst du den doch, was du? Ja, er hat mich belästigt von dem PD. Ja, du hast du willst auf die Polizisten. Ja, er hat gesagt, steig auf mein Motorrad hinten auf und sowas. Ich weiß also nicht. Also da werde ich werde so sauer. Er wollte mein Motorrad haben. Er wollte dein Motorrad haben. Ja, du meinst, Jesus, steig hinten bist auf. Du, bist du so ein komischer Typ, so ein Stalker oder was? Ein Auto. Warum sollte er dein Motorrad haben? Guck dir mal sein Auto an, das ist ein Dreierschiff. Ja, das ist mein Auto da hinten. Ja, lass mich einfach. Ich will nicht hinten auf dein Motorrad aufsteigen. Ey Jungs, ich muss jetzt wirklich los. Das ist Sonnenwende. Ja, es ist Sonnenwende. Du hast meinen Kollegen geschlagen und uns mit einer Waffe bedroht. Du hast mich angefahren. Ich will Schmerzensgeld dabei von dir, Watto. Ja, und ich habe ein 400-Schuss-MG. 400-Schuss-MG? Warum okay. Warum und wo ist das? So eine random Aussagen. Naja, von einem gekonnten Schuss ist man schon tot, sag ich so, weißt du? Ja, das bist du auch von der Pistole. Ja, richtig, eben, auch mal von der Pistole. Gekonnter Schuss. Der hat eine Pistole dabei, pass auf, ne? Ja, also wenn der jetzt seine Pistole gleich zieht und uns alle vier erschießt, das wäre peinlich. Ich will doch einfach mein Motorrad wegbringen. Nee, du kannst das Motorrad jetzt nicht die wegbringen. Wir sind jetzt in der Schießerei. Das ist tatsächlich nicht abgemeldet, dabei hast. Mach mal halblang. Du hast mal Nolo eine reingehauen. Denk mal drüber nach, Mann. Das vergesse ich nicht. Digga. Ey, warte, das reicht. Digga. Ey, Jungs. Solche Affen. Ja. Wie hast du uns gerade genannt? Wie hast du uns gerade genannt? Affen genannt. Komm, eine Faust nach unten, verpiss dich, Alter. Digga, also so nötig, wirklich. Jetzt ja, verpiss dich, verpiss dich. Ja. Aussteigen oder nein? Hey, hey, hey. Hä? Sauber! Er hat doch mein Motorrad. Was war das denn jetzt hier? Denk mal drüber nach. Was? Alter. Ah. Oh, Ernst, Mann. Warum steigst du bei ihm ein? Ja, komm, Alter. Ey, warte, du lass den hier liegen, lass abhauen. Ja, lass ihn hier liegen. Mach den fertig, er hat uns angegriffen. Ja, scheiß auf den. Hast du ein Klappmesser dabei oder so? Klappmesser, ich mal eine rein. Ja, verpiss dich, Alter. Mach dich weg. Ah! Ey, bevor hier irgendwelche Bullen kommen, ist es egal. Ja, es können gerade keine Bullen kommen. Ja, komm. Und jetzt von jemand hoch. Runter jetzt! Runter da! Hey, ich bin doch schon runtergegangen, bist du bescheuert? Du lachgesoffen, Alter! Jetzt verpiss dich! Was ist denn das für ein Scheiß? Warte, da steht dir aber das Motorrad da! Hau ab jetzt! Ich seh dich in so einem Scheiß! Lass mich doch endlich gehen, hä? Hey, ich rufe jetzt die Polizei! Ich rufe jetzt die Polizei! Hier ist ein Unruhestifter! Aus! Aus! Jetzt hört mal auf! Aus! Ruf mal die Polizei, jemand! Guck mal, sein Motorrad ist schon rausgeholt! Ne, haut rein! Oh, Jesus, das geht ja wieder schön los, Alter. Das ging gut los. Ey, du hast irgendwie auch einen schlechten Einfluss auf mich. Du bist seit 30 Sekunden da und wir verprügeln. Ich habe einen schlechten Einfluss auf dich, ja, Watto? Ja, genau. Ja, irgendwie kommt mir das manchmal andersrum vor. Ja, 30.000 habe ich wieder bezahlt wegen dir, Watto. Das ist schlechter Einfluss. Ey, ich hab noch nie mein Auto selber repariert. Das warst immer du. Hast du so viel Geld? Wie viel hast du? Wir sagen beide gleichzeitig, wie viel wir haben. Okay, Watto, auf drei. Eins, zwei. Drei. 2,3 Millionen. 2,7, Lotto. Alter. Dann kann ich noch ein paar Mal bezahlen, ne? Let's go. Ja, warten wir jetzt auf Sonnenwende oder? Ich weiß nicht. Die sollte eigentlich vor 6 Minuten kommen. Ja, der Plan ist doch jetzt, dass wir ein Gespräch suchen, oder nicht? Ja, richtig. Ein Gespräch mit? Ich weiß nicht, du meintest, du hast Informationen. Aber warte, ich habe gestern mit Hort gesprochen. Ja? Das geht alles klar. Ich weiß nicht, Watto, ich habe das Gefühl manchmal, der hält uns hin. Nee, weißt du, was der gestern alles gesagt hat? Das ist alles legitim. Das Problem ist, ich war gerade am PD. Sie. Und, achso, das Auto muss mitfliegen. Und, es ist gerade schon wieder keiner da. Der, es ist kein Marcus Adams, kein, ja. Weißt du, was mir Hort gestern erzählt hat? Ja.
Er sagt, das Ganze ist ein bisschen problematisch. Ich sehe euch eher in so eine Detektei. In eine private Detektei, in einer eigenen Unternehmen. Nee, das ist scheiße. Sieh, das ist scheiße, klappt. Aber ich habe einen eigenen klappt. Vorschlag, Watto. Ja? Was hältst du von, ich habe gelesen im Defunk, die brauchen einen neuen Motorradclub. Was hältst du von Watto MC? Wir machen eine eigene... Motorradclub? Ja, der Dortmund will einen neuen Club aufmachen. Was hältst du davon, wenn wir einen Motorradclub aufmachen? Unsere eigene Motorradgang. Scheiß auf die Lost. Wir bauen das richtig auf. Ja, wir sind eine eigene Gang, aber für die Polizei. Warum immer für die Polizei? Die gibt ja eine Immunität. Nehmen wir an, wir sind in einer Mega-Gang-Schießerei. Nehmen wir mal an. Es gibt ein Szenario. Wir haben eine Mordsschießerei mit der türkisen Gang oder mit der orangen Gang. Option 1, wir gewinnen die Schießerei und ziehen uns alle Waffen und alle Autos und werden übel rich. Option 2 ist, wir verlieren, die Polizei kommt und wir sagen, yo, wir vermitteln hier verdeckt und dann geben wir die Informationen weiter. Zack. Wir können nur gewinnen. Entweder gewinnen wir die Schießerei oder wir verlieren sie. Egal was passiert, wir kommen fein raus und gewinnen. Die Polizei in der Rücken zu haben ist mächtig, ja. Eine Gang an sich ist mächtig, aber wenn du noch die Polizei auf deiner Seite hast, ein paar korrupte Polizisten, dann bist du unbesiegbar. Das ist durch. Das ist wie Polizisten, die selber eine Gang haben. Das ist zu mächtig. Das kennt man aus jedem Film. Das ist zu mächtig. Hey, moin, hallo? Hallo? Alles klar? Ja, alles klar. Hey, Alter, wo ist mein Auto? Ja, wahrscheinlich in deiner Garage, wo du es eingeparkt hast. Ah. Wo hast du denn eingeparkt? Schau am Handy nach. Pillbox. Oh? Billpox? Billpox? Billpox Garage? Ach so. Ah ja, das ist die hinten beim, glaube ich, da hinten bei dem, wie heißt das, bei diesem Autogeschäft. Genau. Ja, da und dann rechts. Geradeaus und rechts. Danke. Nee, hier ist falsch. Moin. Da hoch. Nee, Herrn Sancho ist nicht. Können Sie vergessen. Wir kennen uns und da lassen Sie bitte mein Auto stehen. Richtig, das war ein Test. Kennen Sie mich als Herrn Jones noch? Na klar. Hä? Wir haben so viele Dinger zusammen gemacht. Ja, aber mittlerweile ist es nicht mehr Jones. Sondern? Musste mich umnennen aufgrund von Kopfgeldern und Co. Ah. Aber ist Ihre alte Telefonnummer noch gültig? Yep. Die ist noch aktuell. Gut. Bei welcher Gang sind Sie? Aktuell bei keiner, weil wir unsere eigene machen wollen. Oh, wie heißt die dann? Die Blinders. Die Blinders? Das ist ein cooler Gangname. Das gefällt mir. Wir wollen unser Alkoholbusiness aus England nach Dortmund expandieren mit aktivem und passivem Einkommen am Alkoholverkauf. Okay. Jo, da wollen wir noch ein paar illegale Gang-Aktivitäten hintenrum machen. Kann ich da ein bisschen mitmachen als Alkoholverkäufer? Das ist doch nicht mal illegal, ne? Nö, das ist das legale Geschäft. Was hintenrum passiert auf dem Hinterhof, das ist was ganz anderes. Richtig. Prinzipiell könnten Sie sich dann melden, wenn wir angenommen werden sollten von den Behörden. Mhm. Okay. Da steht dem nichts entgegen, so. Sehr gut. Ja, und wenn sie Auto ausparken wollen, eventuell, das ist dann nach vorne. Danke. Mann. Nein. Immer in der falschen Garage.
so nicht. Oh, das ist nicht, ich fände es schon wieder nicht. Sag's mir noch ein letztes Mal bitte. Moin! Kannst du mich kurz mal mitnehmen? Jo, einsteigen bitte. Oh, doch nicht, doch nicht, der muss mich mitnehmen. Achso, alles klar, kein Thema. Moin. Moin. Wo soll ich dich hinbringen? Ist auch von dem Platz, ne? Nee. Hä, du hast doch das Licht unten rot. Ja, kann ich doch trotzdem. Du hast das Platzlicht? Ja. Lass dich wieder hinbringen. Ja. Dann markier mal. 7197 bitte. Oh Gott. Kannst du markieren? Ich gib mein Bestes, ja. Das schaffe ich. Hier. Zack, ist markiert. Das war schnell. Krass. Wieso, bei welcher Gang bist du denn dann? Bei gar keiner. Ich mach Drogenrouten bei Lost. Also bist du bei den Lost? So indirekt, ja. Da ist ja schon direkt, also bist quasi Drogendealer. Oh. Scheiße. Ah, da sind wir schon. Danke, ne? Super gefahren. Kein Ding. Ciao, ciao. Tschö. Sancho. Hallo, Herrn Sancho. Hallo. Ja, hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie. Ausgezeichnet. Sagen Sie, Herr Sancho, Sie haben doch ein Auto von mir bekommen. Ändern Sie. Richtig, richtig, ja. Sagen Sie, wie sieht's aus mit dem Geld? Haben Sie da schon was? Ich bin gerade dran. Also Sie brauchen noch einen Moment. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Bald kriege ich aber einen. Wie gesagt, Sie müssen nicht alles auf einmal zurückzahlen. Ja, ja, immer mal wieder ein bisschen. Sie können auch noch einen Moment haben. Ja. Nur dass Sie es nicht vergessen, ne? Ja. Aber auf gar keinen Fall. Das ist das oberste Ziel. Okay, das ist schon weg. Hallo? Ui. Was ist denn das? Hallo? Hallo? Hier ist gerade ein Zeppelin abgestürzt. Hallo? Ja. Ist das ist okay für euch? Das passiert öfter. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich muss ein bisschen die Stadt auswendig lernen, wo es hingeht. Wie komme ich von hier zum Würfelpark? Das muss ich doch erstmal wissen. Wo komme ich jetzt zum PD? Was habe ich denn für einen scheiß Orientierungssinn? Ich raste aus. Ich check das alles. Ich check die ganze Stadt irgendwie gar nicht. Was ist das? So, wieder in die falsche Richtung gefahren. Was ist denn der Würfelpark? Den muss man doch gut sehen können hier irgendwo, oder? Hier ist das PD. Nee, falsch. Nee, hier ist das PD. Boah, ist ganz schön weit weg mit dem Auto. Hallo? Wando, wo bist du? Ja. Soll ich dich abholen mit dem Auto? Ja, wo bist du denn? Ich bin bei der Garage. Bei deiner Garage, ja? Ja. Bin aber schon im Auto, ich kann losfahren. Komm, sag mir deine Cords. Warte, ich bin, guck mal nach links und dann nach rechts und dann nach vorne. Bist du der Zeppelin? Ich bin bei deinem Parkplatz. Ach so. Da fahre ich jetzt auch hin. Wo bist du denn, Mann? Ich bin direkt beim Parkplatz. Bist du das in dem Auto hier neben mir? Sivato. Ah, sehr gut. Steig ein. Oder noch? Und noch was anderes. Mahlzeit.
wurde dein Handy leider deswegen gerade abgenommen, ich muss kurz Tony anrufen. Was, hast du kein Geld für ein Handy oder? Ja doch, ich wurde gerade verhaftet vor einer halben Stunde. Ich hab grad keinen. Sonst ein Handy davon. Ah, scheiße. Ja, okay, ja, schön, halt mal so. Max? Ja. Weißt du zufällig irgendwas über Tony? Ich hab grad kein Handy bei mir. Der hat mich versucht anzurufen. Ah, okay, ja, was hat er gesagt, wo ist? Ich schulde ihn 10 Millionen. Nee. Oh, okay. Kannst du da auch? Jupp. Oh, das hat wieder lange gedauert. Ja. Wie kommt man nochmal auf... Sie. Nee, ich hab's. Okay. Also warte, ich werde das probieren mit diesem Motorradclub. Mal gucken. Was sagst du dazu? Bist du dabei, wenn das klappt? Nur, wenn wir eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Ja, warte, wie wir den Club verwalten, das werden wir sehen. Ist gar kein Problem von mir aus. Gut. Das heißt, wohin jetzt? Weiß ich nicht. Wohin? Wir müssen einmal zu dem Platz. Kannst du dir einmal markieren? Was willst du denn bei dem Platz? Weiß ich nicht, die töten mich, glaube ich, sonst. Ich muss Sachen für die machen. Wieso das denn? Das war unsere letzte Abstimmung. Wenn ich nicht erscheine, bin ich tot. Bin ich ein toter Mann. Ich kann irgendwie nicht markieren, gerade hast du was markiert. Vielleicht. Du musst das wegmachen erstmal. Na, meine Markierung weg, ja. Ist weg. Ich weiß nicht, ich glaube hier irgendwo in der Nähe. Fahr mal dahin, ich glaube, dann ist nicht Hallo? Ganz falsch. Ja? Zu welcher Gang gehören Sie? Wir sind die Typen von vorher. Ach so. Von Tony Cannavaro. Ah, nice. Okay, ja. Oh, warte, du hast einen Schaden gemacht in deinem Auto. Naja, ich habe doch markiert, warte. Ah ja, der markiert, ich kann falsch erzählen. Ich weiß nicht genau, irgendwo da in der Ecke, wir müssen ein bisschen rumfahren. Wie war dein Tag, Watto? Ja, gut, selbst. Oh, ganz angenehm. Irgendwie kriegst du das auch nicht mit. Oh, ich habe richtig Kopfschmerzen, Mann. Ja, ich bin auch echt krass gefahren gerade. Das war zu schnell für meine Augen, ne? Yep. Und du hast einen Deal mit dem Blast, oder wie verstehe ich das? Ja, ich so halb irgendwie. Ich wollte ja da undercover rein. Und die haben mir nicht vertraut. Undercover wegen unserer Sache, meinst du? Genau. Und jetzt bin ich da irgendwie reingerutscht und komme da nicht mehr raus. Das ist ja. So scheiße, was ist das denn? Willst du rein oder willst du raus? Ich verstehe nicht. Ich will... Ah doch, hier ist das. Ich will raus. Vielleicht klären wir das, bevor du da reinkommst. Ich will raus, aber dafür, um rauszukommen, muss ich ganz kurz drinnen gewesen sein. Ah, guck mal, wer da ist. Wer ist da? Mr. Bitcoin. Bitcoin, Watto. Was für eine Karriere. Manolo? Hey Leute, was geht? Manolo, was geht ab, Mann? Manolo, wir haben unbedingt zu reden, Mierda. Wer bist du? Wir haben zu reden. Okay. Sí, unbedingt. Wer ist denn da drin? Hier ist Max Sancho und Manolo Montana. Können wir reden? Sancho? Klar. Wir können reden gerne, warte, komm. Können wir einfach reinfahren? Das ist das Könnt ihr euch einfach hier reinfahren? Wieso? Natürlich. Ich hab doch, wenn ihr hier treffen mit eurem Chef. Digga, geh raus, sofort. Wer ist denn hier gerade die Einsatzleitung bei euch? Bei Hallo, beziehungsweise schwerhörig, geh jetzt mal raus mit deinem Auto. Ja, Einsatzleitung. Digga, ich Hallo. Sollte mich hier melden, sonst bin ich tot. Ja, aber doch nicht hier drin, jetzt verpiss dich und geh wohin, raus. Wohin denn dann? Draußen. Ja, da, Max, du kennst runter, die ganze Scheiße doch. Fahr kurz raus und wieder rein, Mirda. Frag erstmal, bevor du hier rein gehst. Scheiße. Er sagt, hat er echt Einsatzleitung gesagt. Dummkopf. Diese Platz sind komisch, ja? Ja, ne? Ich soll mich dann melden, dass ich tot, dann melde ich mich da und bin tot. Irgendwie, das ist ja auch irgendwie doof. Ey, warte doch nicht, dass du uns hier in die Scheiße reitest. Nein, auf keinen Fall. Zack. Ah, schönen guten Tag. Jo. Kann ich für dich tun? Wie schaut's aus? Wie ist das weitere Vorgehen? Das weitere Vorgehen war, dass du mir gestern schreiben solltest. Oh, ich war gestern nicht in der Stadt. Ah, okay. Dann ist das verziehen. Gut. Was hast du für neue Informationen? Gar keine. Sehr gut.
Also, was willst du dann? Okay. Dann sind wir wieder neutral? Nein. Also, aber wenn ihr mich seht, entführt ihr mich nicht und ich werde nicht abgeschlachtet. Abschlachten tun wir nur Schweine. Okay. Bist also, du ein Schwein? Nö. Bist du? Jetzt habe ich ja für euch gesprayt und wir haben eine Geisel entführt. Und ich habe meinen Cousin die Hand abgeschnitten. Mhm. Das war ja ganz gut schon mal, ne? Das war ein guter Anfang, sag ich mal. Okay. Nachher kommt unser OG. Ich rufe dich nachher an. Oh, nachher bin ich wieder unterwegs. Wann? Es war ein bisschen erreichbar. Ja. Noch circa 8 Minuten. Perfekt. Bist du dann gleich in 8 Minuten im Dienst oder wo bist du? Ich bin dann gleich, Oder schlafen. Genau. Okay, gut. Dann melde dich morgen, oder? So machen wir das. Wunderbar. Alles klar. Und wenn du noch einmal Kollegen den, von mir. Und wenn du noch einmal in den Hof fährst, erschießt dich. Okay. So machen wir das. Auch wenn. Tschö. Okay, ich muss eigentlich sowieso zur Bundeswehr. Wo fährt ihr hin? Auch zur Bundeswehr. Sauber, ja. Wir haben es geschafft. Ich werde nicht mehr von dem Platz getötet. Okay. Das ist doch gut, oder nicht? Meinst du? Das lief doch gut, oder nicht? Na, wenn du das denkst, dann muss das so sein. Das musst du wissen, Matto, ob das gut gelaufen ist. Wenn du ein gutes Gefühl bei der Sache hast, dann ist das so. Ja, doch. Jetzt einmal zur Bundeswehr, korrekt? Sehr. Aber was dachtest du ja eigentlich dabei, dass du einfach da reinfährst, Mirda? Hast du eine Sonderkarte? Ja, wir hatten ja so die Abmachung. Ich soll mich da melden, sonst bin ich ein toter Mann. Dann komme ich da hin, melde mich und dann wollen die mich töten. Wenn ich zu dir sage, komm morgen um 5 Uhr zu mir nach Hause, Mirda, kommst du direkt in meine Haustür rein oder klingelst du erstmal? Ja, okay. Ja, gut, oder? Ja, gratias. Aber no, ich hoffe, das wird sich alles geklärt, denn ich bin einer, der, glaube ich, euch beiden am meisten traut. Gerade Manolo. Oh, jetzt mit, sie, jetzt mittlerweile, Max, sage ich dir ganz ehrlich, Manolo, ich habe ihn am Anfang falsch eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, okay. Das freut mich so, Renato. Aber ich wünsche dir auch nichts Schlechtes, Max, sage ich dir ganz ehrlich, Hermanos. Gleichfalls. Ich hoffe, Sie gewinnen die Bundestagswahlen. Guten Tag, Herr Bundeswehr. Gracias. Guten Tag. Herr Bundeswehr, okay. Ist das Herr Tänzer? Herr Sancho. Yep. Das hier oben ist nicht der Parkplatz für Privatfahrzeuge. Ach so, der ist unten, ja? Jo. Kann man. Sind wir noch privat hier? Ich weiß nicht. Wir sind doch schon Teil der Familie, oder? Nee, aber für Privatfahrzeuge. Egal ob von mir, von Herr Toast oder von sonst wem. Die stehen unten. Wer ist. Ist Herr Toast gerade da? Nee, ne? Doch, der ist gerade aufgewacht. Ach, ihr wollt auch zu Herr Toast? Ich will auch zu Herr Toast. Dann haben wir, glaube ich, ein wichtiges Federgespräch, Hermanos. Ein sehr wichtiges. Sehr Manolo, steig aus. Sieh, ich bin gerade. Aber wollt ihr nicht das Auto wegparken? Ja, ich parke unten. Ah, stimmt, da war was, Auto. Okay, dann muss ich kurz mit Manolo sprechen, bis gleich. Nein, Mirda. Mach die Tür zu. Runterfahren, ne? Ja. So, was ist jetzt die Sache? Was wollen wir? Wollen wir zur Bundeswehr? Ich glaube, eine eigene Motorradgang. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Warte, ich werde das nebenbei einfach versuchen voranzutreiben. Ich muss so eine Art Konzept schreiben, glaube ich, ja? Ich mache das, wenn das klappt, klappt, wenn nicht, dann nicht. Okay, aber ich habe ja, du bist ja dabei, wenn das klappt, oder nicht? Bei der Bundeswehr anfangen. Lass uns bei der Bundeswehr machen und dann dabei eine Gang noch nebenbei gründen. Das ist viel mächtiger. Sivato, du hast recht, aber du weißt schon, wegen Dortmund, du musst ja offiziell eine Gang sein, verstehst du? Ja, ich weiß. Damit du so richtig Rang hast und ein Haus und so, ha? Mhm, richtig, richtig. Wollen wir sowas anstreben oder nicht? Lass ich meine, versuchen. Am Ende, wir können ja beides geben, machen. Wir geben dem Staat den Dienst als Beamten noch eine Chance. Wir gehen zur Bundeswehr. Und wenn wir da nicht aufsteigen und rausfliegen und uns das nicht gefällt, dann ist uns alles scheißegal. Dann gründen wir eine eigene Gang und brennen die ganze Stadt nieder. Darauf geben wir die Hand, ja? Ja, Hand geben. Achso, warte. Zack. Zack, okay. Okay, warte. Dann lass uns mal gucken, was Bitcoin zu sagen hat, ja? Ja. Noch abschließen das Auto. Zack. Bundeswehr Auto, ja? Der muss schon locker sein. Ja, richtig. Let's go.
Du musst lauter reden, wenn ich davon sprinte. Lass lässig hochgehen, lässig hier um die Ecke, gleich lässig. Wir gehen lässig hoch. Wir gehen bis hier, geht noch eine Pirelli-Welle. Jetzt gehen wir lässig. Als ob nichts gewesen wäre, oder? Ja. Grüß euch, Kameraden. Ah. Bitcoin und guten Tag, Herr Tost. Wir wollen ein Gespräch Herrn führen. Sancho, Herrn Manolo. Sie, grüße Sie. Ah, rühren Sie sich. Sie haben wenigstens Anstand im Gegensatz zu Herrn Sancho. Ich gebe Sancho mein Bestes. Noch ganz kurz. Er hat eine Schulterentzündung, das dauert ein bisschen mehr. Ach so. Ist das hinten so ein richtig dicker Pickel, der sich auf seinem Rücken entzündet hat? Richtig. Ah ja. Sie, genau so. Okay, Herrn Sancho, sind Sie ab heute das Klerasil-Testgelände? Rühren Sie sich. Dankeschön. Guten Tag, Herr Vier-Sterne, General Toast. Rühren. Guten Tag, Herr Vier-Sterne, General Toast. Rühren. Grüß euch. Was kann ich für euch tun? Hola. Wir bräuchten ein... Ach, Herr Bitcoin, grüße Sie. Sechs-Augen-Gespräch und ein Acht-Augen-Gespräch. Sie. Haben Sie für uns ein ruhiges Plätzchen, Herr Hort? Zum Beispiel ein Büro? Herrn Hort? Herr Toast. Herr Mirda, jedes Mal. Herr Toast. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe gerade Haare am Körper gemerkt, wo ich dachte, ich habe keine. No, tut mir leid, Hermano, ich meine Herr Toast. Ach so, ja, dann folgen Sie mir bitte in mein Büro. Herr Sancho. Gracias. Rühren. Tretet ein. Gracias, vielen Dank. Oh, wer ist das, der da ist doch noch mitgekommen? Wer ist das? Das ist der Vato, Bitcoin. Hey, Hermano, warte bitte draußen und hol das Auto schon mal. Sie. Ich mach ihn eben auf. Ich hab mein Porsche da, soll ich sie dann dumpen? Sie. Okay. Bitteschön. Herr Sancho, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Wieso? Ich bin bereit. Ja, sind Sie breit oder bereit? Oh, tut mir leid. Oh, ich habe meine Brille jetzt verloren. Tut mir leid. Okay, ja. Moment, ich heb sie Ihnen auf. Oh ja, danke. Und bitte schön, hier. Danke. Hier ist die Brille. Mal in die Hosentasche. Oh, okay. Besser ist. Sieht mit dir total scheiße aus. Und das ist jetzt hier Ihr Büro? Na, nee. Ja, Sancho, ich bitte Sie. So, einmal Leutnants Office. Mensch, Herr Sancho, sind Sie übergewichtig? Ja. Ein größeres Büro, ja? Ich habe gerade schon den Aufzug gehört. Error. Moderne Technik hier, Klassiker. Klassiker. Ja, natürlich. Neueste Technik. Oha. Alles schön vernetzt. Das ist ja richtig nice. Büro, da steht's. Oh, so. Schön. Geiler Bildschirm. Ist ja von 2007? Wieso, ist Ihrer noch von aus der 80er? Ja, richtig. Ah ja, das tut mir leid. Aber Sie sind ja auch ein Geringverdiener. Richtig. Aber was heißt gering? Ich verdiene gar nichts. Ja. Doch, Hartz-IV-Satz hast du doch, oder nicht, Sancho? Ja, gut, aber... Naja, 750, das ist ja nicht gerade nichts. Ich habe mir auch das neue Buch von Herrn Sancho gekauft, wie hieß der Titel nochmal? Ach, helfen Sie mir mal für Sprüche, Herrn Sancho. Ach ja, stimmt, One Night in Sancho, das Buch habe ich mir gekauft. Ja. Das hast du ein Buch geschrieben, ich dachte, du wolltest das verfilmen, Matto. Ja, erstmal ein Buch und dann verfilmen wir das. Ah, so wie Harry Potter, Richtig. Okay. So, die Herrschaften, was kann ich denn für Sie tun? Nun, also, fang mal an, Sancho. Da ich in 5 Minuten los muss, müssen wir das einmal kurz klären. Und zwar würden Herr Manolo und ich wahnsinnig gerne doch bei der Bundeswehr anfangen. Weil das ist das Beste. Wir waren jetzt schon dreimal bei der Polizei, da ist nie jemand da, der uns irgendwas machen kann. Und so eine eigene Abteilung und so, das ist mir nicht ganz geheuer. Dann lieber richtig schön weit unten bei der Bundeswehr anfangen, gedrillt werden, OP werden und dann einen fantastischen Dienst für den Staat leisten.
Richtig Disziplin lernen, von vorne an. Ja. Sie haben uns ja vor 2 Wochen einmal schon versucht, bei der Polizei so ein bisschen abzuwerben und haben hier mit einem knackigen Gehalt uns gelockt. Ja, und das würden wir uns gerne mal genauer anschauen. Herr Sancho, Sie möchten gedrillt werden. Richtig. Meinen Sie nicht, dass Sie nach einem Tag direkt wieder Ihre Kündigung einreichen werden, weil Sie das nicht standhalten können? Ich werde das standhalten können. Ihnen wird hier der Arsch aufgerissen. Ihr Arsch hat Kirmes hier. Richtig. Genau das brauche ich jetzt. Herr Dost, darf ich mal da was hinzufügen? Aber selbstverständlich. Ich weiß, viele schätzen Sancho und Manolo als unfähig ein. Ich habe jetzt mehrere Male mit denen zu tun gehabt, mit den beiden. Ich habe mit einem eigenen Augen Sancho dabei gesehen, wie er seinem eigenen Cousin seine verdammten Finger abgeschnitten hat. Aus Korrekt. Zwang. Aus Zwang, tatsächlich. Um sein eigenes Leben zu schützen. Ich war selber perplex, Mierda. Ich habe mir das angesehen und selbst ich dachte mir, als ich damals meine beiden Brüder und meinen Sohn getötet habe, selbst da habe ich mich schrecklich gefühlt. Sie, tatsächlich schon. Ich habe mit ihm gefühlt, Mierda. Aber er hat's getan. Ich denke, er wird Befehle ausführen können, Hermano. Mhm, sie. Aber Sie sehen doch, dass Herrn Sancho irgendwie leicht einen am Brett hat. Herrn Sancho, was machen Sie denn da? Sie haben doch schon unten salutiert. Jetzt hören Sie auf, hören Sie sich. Ich salutiere immer wieder, das ist ein Zeichen des Respekts. Ja, des Respekts. Das ist aber respektlos, wenn Sie es andauernd machen, obwohl ich Sie auffordere, es zu unterlassen. Gut. Das ist dann Befehlsverweigerung, Sancho. Das musst du wissen. Spontanes Befehl selber ausdenken, quasi. Das geht nicht. Da sehen Sie schon mal, ne? Das ist schon wieder jenseits von dem, wie ich mir das vorstelle. Herr Sancho. Ja, warte, hört damit, Mann. Ja. Sie wissen, dass es hier richtig hart zur Sache geht. Das weiß ich. Und Sie wissen, dass Sie sich, wenn Sie der Bundeswehr dienen sollten, dass Sie sich hier verpflichten. Ja. Sollten wie lange? Sie, sollten 13 Sie Jahre? Erstmal auf unbestimmte Zeit. Gut. Sollten Sie in irgendwelche kriminellen Machenschaften reingezogen werden? Mhm. Oder Ihnen sollte das unterstellt werden, ja, was Ihnen schon mal unterstellt wurde. Ja. Kommen Sie vors Kriegsgericht. Gerne. Das wird nicht passieren. Ich möchte mich an all den korrupten Polizisten und an den kriminellen Gangs rächen. Und für Wir fordern das in der Stadt. Wir fordern sogar, sollte sowas vorkommen, vor Gericht zu kommen. Sobald nur einer bei der Bundeswehr kriminell ist, werde ich mir den schnappen. Sancho? Ja? Rache ist nie ein gutes Motiv, Hermano. Ja, versuch aber mit der Zeit dein Motiv zu ändern. Sieh, Gerechtigkeit. Wenn aus Rache gehandelt wird, Mirda, dann wird meistens nichts Gutes daraus. Also wenn ich dir einen Rat geben dürfte, ja, dann versuch deine Absicht zu ändern, dass du nicht die Rache, sondern die Gerechtigkeit anstrebst. Sieh? Ja. Sehr überzeugend, Tanja. Ich bin absolut bei Ihnen. Was halten Sie denn persönlich von Korruption, Herrn Sancho? Gar nichts. Gar nichts? Es sei denn, es dient einem höheren Zweck, den Sie bestimmen. Wie Herr Dost. Wie Herr Dost. Sie meinen höheren Zweck, das heißt, wenn Sie wären, sagen wir mal, Sie haben einen Mafiosi. Ja. Den Sie bei einem Waffengeschäft begegnen. Ja. Und Sie würden, wenn Sie wissen, etwas Höheres ist in Gefahr, würden Sie da ein Auge zudrücken? Wenn Sie in Gefahr sind, Ich befolge nur Befehle und Sie erteilen die Befehle. Sie. Ob die Befehle ethisch und moralisch richtig sind, das liegt dann bei Ihnen. Ja, aber ich habe Ihnen ja gerade eine Frage gestellt. Diese Frage müssen Sie beantworten. Okay. Was würden Sie dann tun? Es ist wahnsinnig situationsabhängig. Finde ich nicht. Es gibt nur eine richtige Entscheidung. Nicht korrupt sein. Es sei denn, Sie wollen's. Was heißt, Sie würden korrupt sein, wenn ich es von Ihnen verlange? Ja, was heißt korrupt? Wenn die Bundeswehr zum Beispiel ein paar Millionen braucht und da verschwinden aus einem Gangwagen, den wir hochgenommen haben, die 5 Millionen, und landen bei der Bundeswehr auf dem Konto, anstatt dass sie offiziell irgendwo gemeldet werden. Ist das schon korrupt? Mir geht es eigentlich hauptsächlich um das Beispiel, was ich Ihnen genannt habe. Bei diesem Beispiel würde ich Ihnen alles melden und
die Leute festnehmen. Herr Manolo. Sie. Schließen Sie sich der Sache an oder haben Sie da eine eigene Meinung? Also das Beispiel war jetzt, wir finden einen Mafioso und wie war das gleich? Müssen Sie es wiederholen? Sie sehen einen Mafioso, einen sehr hohen Mafioso. Sie. Der handelt gerade mit Waffen. Sie sehen, wie eine Waffe nach der anderen aus einem Auto genommen wird und in ein anderes Auto eingelagert wird. Danach wird ein Koffer übergeben, in dem... An wen geht der Koffer? In den Millionen, an einer unbekannten Person, die daran teilnimmt. Sie wissen nicht, wer es ist. Okay. So, Sie sehen aber, dass ein Koffer mit Beträgen bestimmt von Millionen von Euros über den Tisch gehen. Hm. Wie verhalten Sie sich da? Aus dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich noch nicht vielleicht von Ihnen gehört habe, dass ich anders handeln soll, würde ich natürlich das Ihnen melden und die Personen festnehmen. Außer Sie würden das Gegenteil behaupten vorher, verstehen Sie? Ich werde mir Gedanken darüber machen, ob ich euch eine Möglichkeit gebe oder nicht. Jetzt sofort entscheiden tue ich die Sache nicht. Okay. Morgen wissen wir mehr, richtig? Gegebenenfalls. 24 Stunden haben Sie Zeit für diese Überlegung. Dann ist das jetzt schon abgelehnt. Dann haben Sie länger Zeit. Wunderbar. Gut. Okay, dann haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Perfekt, perfekt. Wunderbar. Merda, was war das gerade für ein Versuch, Max? Merda, was war das? Man muss auch mal... Ja, es ist handeln ja Sie? Verhandeln. Es ist, ja, ich muss auch ein bisschen verhandeln. Dann sind wir quasi da, wo wir vor drei Tagen waren, ne? Ja, das ist das Problem. Man muss gucken, wo die Grenzen sind. Und die... Wenn Sie jetzt schon gucken, wo bei mir die Grenzen sind, schwöre ich Ihnen, werde ich Ihnen ein Blaulicht auf Ihrem Kopf festkleben, in den Stecker rektal einführen und dann lasse ich Sie nackig durch den WP rennen und dann müssen Sie Wii-U machen. Garantiert. Alles. Alles für die Bundeswehr. Gar kein Problem. Mhm. Herr Sancho, Sie wissen Bescheid. Herr Manolo, auch Sie wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Okay, dann würden wir uns nun zurückziehen und warten auf Ihre Antwort. Und Sie haben so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wir warten oder nerven wir Sie täglich? Kommen Sie mir nicht auf die Idee, mich zu nerven. Das macht mich wütend. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Dann bedanke ich mich für dieses Bewerbungsgespräch. Hoffe, Sie treffen die richtige Entscheidung. Und dann sehen wir uns wieder, wenn Sie uns anrufen. Natürlich. Wunderbar. Sie haben unsere Kontaktdaten, ne? Ich habe alles. Ich glaube, Bitcoin, du wolltest auch was klären, ne? Aber ich würde jetzt schon los was und dann sehen wir uns, ne? Wach? Mr. Bitcoin, ich bin wach, Matto. Okay. Hast du meine Nummer? Gib mir deine... Alter, jetzt geht's los. Ey, das war gut, dass wir nochmal gezockt haben. Das war richtig gut. Bundeswehr ist das Bessere. Das ist das Bessere.